Hallo, wir schauen uns jetzt an, wie man den Winkel mit einem Geodreieck misst. Ich habe hier auch ein Geodreieck und wir werden das jetzt mal zusammen an der Tafel durchgehen. Als erstes müssen wir das Geodreieck mit der Nullstelle, also das ist der Punkt, wo in der Mitte vom Geodreieck, wo wir die Null haben, müssen wir auf den Schnittpunkt der beiden Gerade oder Strahlen hier anlegen. Also da, wo wir den Winkel messen müssen. So zum Beispiel. Also der Nullpunkt ist an dem Schnittpunkt. Jetzt müssen wir das Geodreieck so ausrichten, dass eine Seite auf einer der beiden Geraden liegt. Also wir können das zum Beispiel so ausrichten oder wir könnten es auch einmal weiter drehen. Der Nullpunkt ist immer noch da und so ausrichten. Das ist beides das Gleiche. So, jetzt müssen wir den Winkel ablesen und messen. Dafür müssen wir die richtige Winkelskala wählen. Wir haben zwei Stück. Einmal, hier fängt die bei 0 an und hier bei 180 Grad. Ja, wir schauen uns einfach mal an. Hier sind wir bei 60 oder bei 120 Grad. Schreib das einmal hier neben. Oder 120 Grad. Jetzt können wir uns das anschauen und sehen, dieser Winkel ist größer als 90 Grad. Also muss das 120 Grad groß sein. Das ist falsch, weil wir ja größer als 90 Grad sind. Es gibt noch einen zweiten Trick, wie man das machen kann, wenn ihr nicht immer nachschauen wollt. Und zwar, hier haben wir unsere Gerade, wo die Seite des Geodreiecks anliegt. Und wir müssen bei der Skala losgehen, wo das 0 ist an dieser Stelle. Die rote Skala ist 0 an dieser Stelle und die durchsichtige, sage ich mal, fängt bei 180 an. Und wir müssen immer die wählen, wo es 0 ist. Dann sind wir hier bei Rot auch bei 120 Grad. Also, ihr geht immer so vor, ihr legt es einfach an, wählt eine Skala aus und lest den Winkel einfach ab. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.